Hallo, meine lieben Birdrider. Hier ist wieder euer Landsquid, der mit seinem Stuhl, der ganz laut quietscht, ein bisschen näher ans Mikrofon rutschen muss. Wir spielen Resident Evil weiter. Obviously, was würden wir auch sonst machen den ganzen Tag? So, lassen wir mal noch mal kurz auf die Map gucken, was wir jetzt eigentlich noch machen könnten. Das Erdgeschoss bietet noch... Okay, warte, ich glaube, die eine Tür da hinten in diesem komischen nierenförmigen Gang, der ist, glaube ich, nur von der anderen Seite zu öffnen. Und der andere Raum, da steht immer, ich habe den Schlüssel nicht. Da steht aber nichts von Rüstung oder so Schlüssel. Deswegen lassen wir uns wahrscheinlich ins zweite Stockwerk gucken. Da ist nämlich theoretisch noch viel zu tun. Bei der Treppe. Ah ja, guck mal, da haben wir noch einen Raum über der Treppe, den wir uns anschauen können. Und den einen großen Raum. Ach, guck, wenn ich jetzt hier die Treppe... Ah, bei der Karte. Guckt, schön langsam. Schön langsam lerne ich mich hier auch zu orientieren. Schön langsam... Wie soll ich sagen? Sticht Erfahrung meinen schlechten Orientierungssinn. Oh, Hunty Pupanti. Hey, Hunter. Hey, du da. Hey. Überraschung. Er war tot, bevor er wusste, was überhaupt los ist. Armer Froschmann. Reptilienmann. Er ist eher ein Krokodilmann. Froschmänner kriegen wir auch noch, aber eins nach dem anderen. Hunter sind ja, ihr wisst das bestimmt alle, ne? Aber wenn ich schon ein totaler Noob in dem Spiel bin, aber wenigstens die Lore kenne, erzähle ich euch die. Hunter sind ja ein, tatsächlich so die erste richtige Biowaffe, die Umbrella absichtlich hergestellt hat und eben nicht nur so ein zufällig entstandenes Experiment wie die Riesenpflanzen und die Zombies und so weiter und so fort. Wobei, das stimmt nicht ganz. Die Cerberus haben sie tatsächlich auch in Massenproduktion gegeben, weil die fanden sie anscheinend auch schon ganz gut. Aber was ich damit sagen will, ist, dass hier quasi nicht einfach nur irgendwas mit einem T-Virus infiziert wurde und dann gucken wir mal, ne? Sondern hier wurde tatsächlich der T-Virus benutzt. Das ist nämlich etwas, das der Virus auch sehr gut kann, um DNA zu verbinden, die eigentlich nicht zusammengehört. Der T-Virus ist quasi DNA-Kleber oder grundsätzlich auch einfach so chemischer Kleber, Proteinkleber. Oh no! Deswegen, weil der eben so Proteinkleber ist, können zum Beispiel auch Licker im Resident Evil 2 im Original dieses Pflanzengift in ihren Körper einbauen und werden selber giftig. Weil auf magische Art und Weise funktioniert der T-Virus eben so. Sehr viel mehr als nur ein Mutagen. Schlange schmilzt. Und schmilzt. Und Jill steht da. Hey, schmilzt du jetzt vielleicht mal? Kannst du vielleicht ein bisschen schneller schmilzen? Schmilzen? Ich habe hier noch andere Sachen zu tun. Hey, aber schön, wie die Pützen auch in Form der Schlange liegen bleiben, ne? Ah, oh, irgendwie nice. Das heißt, jedes Mal, wenn man gegen die Schlange kämpft, hat man am Ende ein eigenes Muster. Ha. Okay, Pumpgun. Gut, dass ich dich dabei hatte. Jetzt habe ich aber keine Heilung mehr. It's too dark to see anything. Jill, have you found anything interesting? Yes,
But I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. So großartig, die Dialoge. Ich liebe es so. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? So, Leute, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe so in Erinnerung, dass man hier wirklich warten kann, bis Barry wiederkommt. Der kommt wirklich wieder, glaube ich, mit einem neuen Seil. Oder? Es kommt mir jetzt, wo ich sage, gerade voll dumm vor. Aber ich glaube, das war wirklich so. Deswegen warten wir jetzt mal kurz. Ja, chill. Jetzt chill mal. Chill, chill mal. Guckt sie euch an, wie genervt sie ist, dass wir nicht weiterspielen. Ah, guck mal, es passiert was. Hey! Are you there, Jill? Grab the rope! I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Jill, I found something. Eine Passnummer. Passnummer 80830. Passnummer. Thank you. I'll take this then. Das hat sich eher so angehört, als hätte Barry ihr jetzt eine Waffe oder so gegeben. Thank you. I take this then. Dann nehme ich nicht mehr die Schrotflinte, sondern diesen Zettel mit den 4 Zahlen drauf, um Hunter zu ersticken damit. Vielleicht ist das so eine magische Hunter-Tötungsformel. Da ist ein Switch below. Willst du den switchen? Ich switche den Switch. Bump. Hey, warte mal, wenn nicht gerade zufällig eine riesige Schlange mit ihrem riesigen Kopf ein Loch in die Decke haut, wie kommt man hier rein und warum existiert der Raum und was soll das eigentlich alles? Und wem gehört dieses Grab? Es ist ja kein echtes Grab. Klettern wir die Leiter nach unten. Oh oh. Ich höre einen rumschlürfen. Schlurfen. Ich hätte vielleicht nachladen sollen. Das war sehr leichtsinnig von mir, Chill. Von dir, von uns. Nein, nicht checken. So, kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir sind jetzt im Keller. Mein Gott, die Musik. Was ist denn los? So dramatisch. Will you take the shells? I will. Hereby I declare you shell and shotgun. You can shoot the bride now. Wait a minute, was? That escalated quickly.
Die Musik macht mich fertig. Ich höre aber... Genau. Monster. Ach so. Nur ein paar snackende Zombies. Guten. Mahlzeit. Aha. Leider sind die... Leider hat Jill bei ihrem Militär-Elite-Training nicht gelernt, wie man nur im 45-Grad-Winkel nach unten zielt. Entweder ganz oder gar nicht. Wobei, sie zielt im 45 Grad, aber nichts dazwischen, ne? 90 Grad oder 45 Grad. Das sind die beiden Optionen. Alles andere wäre nicht professionell. Chill! Gott, oh Gott. Steht der auch noch auf? Nee, oder? Nee. Heilkräuter, das finde ich ganz gut, weil tatsächlich habe ich uns in eine brenzliche Situation gespielt, in der wir mit voller Energie ohne Probleme einfach durchlaufen hätten können. Aber trotzdem fühle ich mich besser dabei, wenn wir ein bisschen Kraut in der Hosentasche haben, während wir hier so rumspurten. Nein, ich möchte bitte kombinieren. Aber ich nehme jetzt mal wieder die Schubflinte in die Hand, nur für den Fall der Fälle. Okay, das ist eh der einzige Weg, den es hier wirklich gibt. Ja, okay. Dann von einem Gang in den nächsten. You unlocked it. Da-da-da-da-da. Da liegt ein Zombie. Auf dem Boden. Ich glaube, der wollte hier einfach nur ein bisschen chillen, chill. Aber chill, chillt nicht. Ist lustig, dass Chill so super unchillig ist. Mit ihrem ganzen Elite-Zeugs. Und dann heißt sie Chill. Wahrscheinlich ist das gar nicht ihr echter Name. Aber sie hat irgendwann geglaubt, dass das ihr Name ist. Weil egal, was sie gesagt oder gemacht hat, die Leute haben immer zu ihr gesagt, ey, Chill, okay, Chill. Und dann hat sie sich gedacht, ha, dann wird das wohl mein Name sein. Ich weiß nicht, was dann dieses Dörde ist, das die Leute früher immer zu mir gesagt haben. Aber wahrscheinlich bin ich Chill. Schwer verrostet. Oh oh. Moment mal, komm jetzt einfach ein normaler Zombie. Wann können die Türen aufmachen? Okay, passt mal auf. Auch wenn die Musik gerade suggeriert, dass es hier sehr dramatisch ist, haben wir hier tatsächlich einfach nur den Ausgang. Führt der jetzt schon in den Doppelraum? Ich muss mal durchgehen. Aber wir gehen gleich nochmal zum Aufzug. Genau. Oder? Ja, dann muss ich doch nochmal gucken. Genau, jetzt sind wir einfach hier. Okay, gut. Aber funktioniert der Aufzug? Kann ich den benutzen? Oder muss ich da erst wieder irgendeine Batterie oder sowas finden? The elevator doesn't seem to stop on this floor. Ach so, ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Dann gehen wir einfach mal in den Keller und nehmen den von da. Also die Küche, der Küchenkeller. Basically. Okay. Dieser Gefrierschrank wurde schon lange nicht mehr benutzt. Aufzug! Warum heißt eigentlich ein Aufzug immer Aufzug? Wenn man mit dem nach unten fährt, wird er doch in dem Moment, wo er nach unten fährt, ein Abzug. Das ist kein Aufzug.
Vielleicht heißt der Aufzug, war ja in der Großgeräteschule immer von den anderen Großgeräten gehänselt wurde. Er wurde aufgezogen quasi. Ist das ein bayerischer Begriff? Funktioniert der Gag im Hochdeutschen? Haben sie die wieder aufgezogen? Naja, whatever. Ihr wisst schon, was ich meine. Immer diese kulturellen Unterschiede, ey. So. Keine Zombies mehr weit und breit, oder? Ich kontrolliere mal den Raum. Oh, oh! Ich glaube, der erwischt mich. Nicht schlecht, Zombie. Das haben nur wenige geschafft. Das muss man ihm lassen. Wenn er noch leben würde, könnte der jetzt in Zombiehausen ganz schön angeben damit. Ich hab Chill gebissen. Die Chill? Warte mal, von wem redet ihr? Meint ihr Dörte? Eine Batterie. Jetzt kann man den Ellie... Ja, schön, dass man da nochmal den Tipp kriegt, dass man jetzt den Aufzug im Garten bewegen kann. Aber da habe ich, das wusste ich, also das hatte ich noch im Hinterkopf tatsächlich. Und dann kriegen wir so viel Schrotflintenmunition, dass ich es fast ein bisschen unheimlich finde. Schrotflinten sage ich schon, Granatenmunition. Das sind aber die normalen, die explodieren, nicht die, die explizit besonders gut gegen organische Dinge sind. Das sind die, die besonders gut gegen... lebende Dinge, meine ich. Das sind die, die besonders gut gegen nicht lebende Dinge sind. Okay. Mhm. Gut, müssen wir uns merken. Vielleicht kommen wir gleich irgendwie ein Golem oder sowas. Ne? Dann sind wir froh. Okay, durch die Tür gehe ich jetzt aber noch nicht, weil die Tür führt quasi wieder zurück in die Hauptvilla. Deswegen schauen wir uns erstmal noch im hinteren Bereich um. Da dürften wir nämlich noch ein, zwei neue Sachen finden. Auto-Aim ist immer noch der beste Verbündete, wenn es darum geht, rauszufinden, ob die noch leben oder nicht. Ich habe am Anfang immer auf Blutspuren geachtet. Zucken tun sie im ersten Teil auch noch nicht. Oh oh, der erwischt mich auch wieder. Oder auch nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Ein blaues Buch. Ein, Moment, was? Scrapbook, so ein Notizbuch. Raccoon Times. Moment mal, jetzt lesen wir die Zeitung in dem Notizbuch. Was ist los? Raccoon Times, 27. Mai 1998. Tierattacken? Frau verstümmelt. 20. Mai. Um 10 Uhr nachmittags wurde eine 20 Jahre alte Frau Körper von einem Wanderer gefunden. On the left bank, ach so, am Flussufer, am linken Flussufer des Marble Rivers im Cider District von Raccoon City. Die Raccoon-Polizei nimmt an, dass es sich um eine Grizzly-Bär-Attacke oder ein anderes Tier handeln würde, denn man kann Zähneabdrücke an den verstümmelten Armen und am linken Fuß sehen, die mit erheblicher Kraft eingewirkt haben. Da sie Wanderschuhe trug und da sie an ihrem übrig gebliebenen Bein Wanderschuhe trug, wurde festgestellt,
dass sie in den Arklay Mountains attackiert wurde und in den Fluss gefallen ist. Es werden strenge Bemühungen bemüht, um die Frau schnellstmöglich zu identifizieren. Raccoon Weekly, 16. Juni 1998. Monster in den Arklay Mountains? Einige Leute behaupten, sie haben Monster in den Arklay Mountains gesehen. Die Monster sollen angeblich ungefähr so groß wie Hunde sein und in Rudeln jagen, so wie Wölfe es tun würden. Das mag sich wie eine Gruppe von normalen wilden Hunden anhören, aber diese Monster sind erstaunlich bösartig und schwer zu verletzen. They say, sie behaupten, diese Hunde reagieren überhaupt nicht, außer man weckt sie auf. Also die schlauen Leser sollten einfach nicht mehr in die Arklay Mountains gehen, aktuell zumindest. Aber wenn du nach Abenteuer suchst, dann schau doch mal nach. Willst du es versuchen? Was ist das für ein Artikel? Es gibt übrigens Monster in den Wäldern, ne? Die essen Leute und sind voll krass. Lieber nicht reingehen, ist echt gefährlich, außer du suchst Abenteuer. Na dann los aber mit dir jetzt. Hopp, hopp. Raccoon Times, 9. Juli 1998. Mystery on Arklay Mountains. Mountain Roadblock. Also das Mysterium der Arklay Mountains. Eine Straße in den Bergen wurde blockiert. Nachdem wiederholt Katastrophen in den Arklay Mountains festgestellt wurden, haben die Stadtautoritäten entschieden, die Straße zu blockieren, die zu den Foothills führt. Zur gleichen Zeit hat die Raccoon City oder will die Raccoon City nach dem vermissten Personen suchen mit dem Stars-Team. Sie erwarten schwere Bedingungen wegen der großen Fläche der Arklay Mountains und dem urweltlichen Wald, der die größte Fläche bedeckt. Außerdem gibt es immer mehr Berichte über groteske Monster in den Bergen. Ja, das ist crazy, oder? Stellt euch das mal vor, ne? In den späteren Resident Evil Teilen, da leben wir schon in einer Welt, in der Biowaffen, in der Mutationen, in der Monster quasi was Normales sind. Die Öffentlichkeit weiß, dass sowas passiert und die sind quasi, die gehören dazu. Ne? Das ist was, an das hat man sich gewöhnt. Überall könnten tatsächlich schreckliche Biowaffen warten und lauern. Eine Welt, die man sich nicht unbedingt vorstellen will. Aber zu der Zeit, in dem das Spiel hier spielt, war da noch nichts davon bekannt, ne? Man wusste nicht, was Umbrella da im Hintergrund macht. Noch nie hat jemand außer ein paar Umbrella-Angestellte vielleicht irgendwelche Monster oder Mutationen gesehen. Okay. Später erfahren wir dann, es gibt schon so ein kleines gallisches Dorf, das schon, ich meine spanisches Dorf, das schon bis ins Mittelalter so ein bisschen, ne? Und dann haben wir noch Miranda, die schon seit der Jahrhundertwende, 19. 20. Jahrhundert. Okay, aber abgesehen von so kleinen, abgegrenzten, geschnittenen Gebieten von der Welt, leben die Menschen noch in dem Glauben, es gibt keine Monster, abgesehen vom Menschen halt. Und plötzlich häufen sich Berichte, stellt euch das einfach mal vor, dass es im Wald in eurer Nähe irgendwie Monster gibt. Und am Anfang wird das noch so weggelächelt und man denkt sich nichts. Und dann werden Leichen gefunden, die verstümmelt sind. Und immer mehr Leute berichten davon, dass da irgendwelche total krassen Kreaturen sind. Und dann sperrt die Polizei den Wald ab und schickt ihr Elite-Team rein. Und die Berichte werden immer mehr. Und das ist so crazy, die Vorstellung. Stellt euch, wisst ihr, das ist so, what? Was zur Hölle ist los? Was sich wohl die Leute in Raccoon City zu der Zeit gedacht haben, ob das wohl international oder wenigstens national in den USA Wellen geschlagen hat? Oder hat das keiner so recht geglaubt? War das wie so, ja, jetzt präsentieren sie wieder irgendeinen Bigfoot und irgendeine Alien-Leiche. Ja, ist schon klar. Hahaha. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das würde ich gerne genauer durchleuchtet sehen, tatsächlich. Finde ich sehr spannend. Aber für heute machen wir jetzt erstmal Schluss an der Stelle.
Ich bedanke mich herzlich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich speichere noch schnell hier in meinem Quicksave-System. Denn das hier, warte mal schnell, überschreiben, nicht laden. Gut, weil das hier ist jetzt tatsächlich die letzte Folge vorm nächsten Stream. Ich darf jetzt nicht mehr weiterspielen, keine Let's Plays mehr vorproduzieren, denn diese Folge hier geht jetzt vermutlich, wenn alles klappt, am Dienstag online. Ihr seht das jetzt vielleicht am Dienstag oder später. Also, wenn ihr das jetzt in 5 Jahren seht, macht der Text überhaupt keinen Sinn mehr. Aber auf jeden Fall, na, nur noch mal, damit ihr die Struktur versteht, es kommen quasi immer von einem Stream zum nächsten Let's Plays. Und dann ist wieder streamfällig. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Also dann live, ne? Um 18 Uhr, Dienstag 18 Uhr. Bis dann, ciao.